Schreiben Sie heute eigentlich noch Briefe und Postkarten? Im 19. Jahrhundert hatte sich diese Frage erübrigt. Da gehörte das tägliche Verschicken von Briefen, Karten oder auch Telegrammen zum Alltag. Auch für Robert und Clara Schumann. In einer neuen Sonderausstellung beleuchtet das Schumann-Haus ab Sonntag die Korrespondenz des Ehepaares. In einer 50-bändigen Edition soll der gesamte Schriftverkehr bis zum Jahre 2025 erfasst und veröffentlicht werden. Im Robert-Schumann-Haus gingen heute die letzten Aufbauarbeiten für die neue Sonderausstellung zu Ende. Ab Sonntag steht im Foyer die Korrespondenz des großen Komponisten und seiner Frau im Mittelpunkt. Und nicht nur das. Zum einen zeigen, wie zur Zeit Schumanns eben Briefe geschrieben wurden. Heute kennt man nur noch E-Mails, da geht es alles ganz anders. Telegramme sind vor ein paar Jahren abgeschafft worden und wir haben noch Telegramme. Und von daher ist es also schon Geschichte und das, denke ich, kann man mal beleuchten. Das ist eine ganz schöne Sache. Es gibt Telegramme, es gibt ganz verschiedene Arten von Postkarten. Zum Beispiel haben Sie schon mal eine Rohrpostkarte gesehen. So was gibt es bei uns, Berliner Rohrpostsystem, 1870er Jahre entwickelt. Und man konnte also durch die ganze Stadt 25 Kilometer Postsystem durch diese Rohre dann die Postkarten schicken. Zum fünffachen Preis, übrigens Portopreis, einer normalen Postkarte. So was kann man hier sehen. Die Sonderausstellung Briefe, Postkarten, Telegramme von der Quelle zur Edition ist einem Forschungsschwerpunkt der letzten Jahre gewidmet, der Schumann-Briefedition. Da sind inzwischen 14 Bände seit 2008 erschienen. Zwei sind gerade in Druck. Die werden auch im Laufe der Ausstellung jetzt hier präsentiert werden. Hier gibt es schon die Korrekturfahnen zu sehen. Also auch sowas kann man hier mal wirklich einen Einblick in die Arbeit nehmen. Wir haben auch ein Gewinnspiel dabei. Wer sich mal als Schumann-Briefeditor betätigen möchte und einen Schumann-Brief oder einen an Schumann gerichteten Brief, ganz kurz nur 4 Zeilen übertragen möchte, der kann das hier tun und kriegt dann vielleicht sogar einen Preis dafür. Sowas also auch. Und auch für Kinder ein bisschen Aktivitätsbereich wieder, wo man mal Briefe falten kann. Die hatten ja zu Schumanns Zeit noch gar keine Umschläge oder ganz häufig keine Umschläge benutzt, sondern die haben die Briefe gefaltet und dann ein Siegel draufgeklebt. Und sowas kann man hier auch mal nachmachen. Naja, und dann ist das Ganze natürlich in der Schrift der Schumann-Zeit, also in deutscher Kurrentschrift, wie man sagt. Und wir haben heute die lateinische Schrift. Sämtliche Originaldokumente stammen aus dem Bestand der Zwickauer Einrichtung. Zu sehen ist aber nicht nur die umfangreiche Korrespondenz der Schumanns. Es gibt dann auch Briefbeilagen, eine ganz große ist da zu sehen. Die hat ein ganz berühmter Dresdner Maler für Clara Schumann gemalt, ein Widmungsgedicht mit Malgemälden, Randumzierung. Und das sind ganz verschiedene Arten von Beilagen. Es gibt einen Postpaketschein auch. Es gibt auch die Aufbewahrungsboxen, in denen dann die Empfänger die kostbaren Briefdokumente aufbewahrten. Und von daher also ein ganz breites Spektrum. Die ausgewählten Briefe, Postkarten und Telegramme stammen aber nicht allein von Robert und Clara Schumann. Ja, wir haben ausgewählt zum einen die Schumann-Familie, also Claras Eltern, Friedrich Wieck und Marianne Bargiel, und die Schumann-Tochter Eugenie, dann einen Verleger, damit haben wir angefangen mit Verlegerbriefen, der Verleger Simrock, ganz wichtig, mit der zum Beispiel die Rheinische Symphonie endlich erschienen ist. Und dann haben wir Freunde von Clara Schumann, eine sehr enge Freundschaft führte sie mit Hermann Levy, der ist in diesem Jahr auch 175-jähriges Jubiläum, Geburtsjubiläum, das war der vielleicht größte Dirigent des 19. Jahrhunderts, kann man sagen, hat Wagners Parsifal uraufgeführt. Und dann noch eine Schumann-Schülerin, Clara Schumann-Schülerin, Mathilde Wendt. Und es fehlt noch ja dieser Herr Hübner, Julius Hübner, berühmter Maler, Dresdner Gemäldegalerie-Direktor. Das sind so die Personen, die hier beteiligt sind. Eröffnet wird die Ausstellung bei freiem Eintritt am Sonntag um 16 Uhr. Zu sehen ist sie bis zum 1. Juni. Als Abschluss ist an diesem Tag eine Kinderveranstaltung geplant, die unter dem Titel Briefe schreiben wie in alten Zeiten den jüngsten Besuchern diese klassische Form der Kommunikation nahebringen möchte.